Ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Na gut, da wir das Rezept nicht mehr haben, können wir zur Kapelle gehen. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Was haben wir denn hier? Kreuz, Frank, Beichtstuhl. Da gehen wir wieder zum Beichtstuhl. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Ja, da gehen wir mal wieder raus. Können wir mit Frank reden? Warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht. Was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Was haben wir denn hier? Wo ist Garrett? Kirchenverschwörung, Bodenplatten. Nimm mal Garrett. Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Kirchenverschwörung. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug, oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ich glaube, wir haben das passende Werkzeug. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert.
Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Gehen wir mal Garrett hinterher. Na gut, da gehen wir halt in die Kantine. Wen haben wir denn hier? Doris und Oberin Ignaz. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na? Wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Können wir hier was mitnehmen? Bananen. Kokosnüsse. Äpfel? So, da sprechen wir mal mit Doris. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um! Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder! Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben! Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Ich hab Hunger. Bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Okay, reden wir über das Essen für die Katze. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberin noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Nö. Kein Rezept? Uh-uh. Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Messer? Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Okay, da reden wir halt mit der Oberin Ignaz. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze! Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein.
dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Ja, dann platzt dir halt der Kragen. Dann gehen wir mal ins Klassenzimmer. Wen haben wir denn hier? Kapu. Sprechen wir mal mit ihm. Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genauso wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Okay, was haben wir denn hier? Gargoyle. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Gehen wir mal zur Sammlung. So, was haben wir denn hier? Können wir was mitnehmen? Meerschweinchenglas. Pfadfindertruhe. Lass die Finger davon! Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Wer bist du denn, Opa? Oh, Besuch. Was für ein seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Der Alte. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja. Ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja. Ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Na, Opa, dann erzähl mal deine Geschichte. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein.
Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung.